Hallöchen, Konnichiwa und wie auch immer. Buongiorno. Hier ist die Special Cosplay Crew auf YouTube. Heute mal wieder mit einem neuen Video. Und heute geht es, wie ihr seht, um Mangas. Ja, man hat mich gebeten, meine Manga-Sammlung ein wenig vorzustellen. Ich hatte auf meinem alten Channel Just Combinier schon einmal eine Vorstellung drin. Leider wurde der Channel gelöscht und diesmal mache ich eine neue, weil die letzte ist vom März und es ist eine Menge dazu gekommen. Naja, jedenfalls fange ich dann jetzt mal an. Und zwar hier oben. Vorangestellt mit meinen Nendoroids und meinen Würfeln. Seht ihr hier Death Note, Band 1 bis 12 und den Zusatzband 13. Death Note ist ein Mystery-Manga, in dem es um ein geheimnisvolles Notizbuch geht. Wenn man den Namen einer Person in dieses Notizbuch schreibt, stirbt diese Person. Es ist ein sehr interessanter Manga, der sehr zum Nachdenken anregt. Und weil manche Sachen kapiert man erst nach dem dritten Mal lesen. Also er hat auch einen Wert auf längere Zeit, sagen wir so. Und es ist einfach mein allerlieblingsmanga, denn aus ihm kommt auch mein Lieblingscharakter. Und das ist Nier. Wie ihr ihn hier in klein und einmal in groß seht. Also wirklich zu empfehlen. Also Death Note ist richtig toll. Gut, dann haben wir hier Bakuman, sucht es euch aus, ist mir egal. Jedenfalls mit Band 1 bis 11. Ist von dem gleichen Zeichner- und Autorenpaar wie Death Note. Und hier geht es allerdings, das ist eine Slice-of-Geschichte mit Action-Inhalten. Indem es um Moritaka und Akito geht. Zwei Jungs, die mit ihren Geschichten und Zeichnungen die Manga-Welt auf den Kopf stellen wollen. Sehr gut. Also spannend. Ich freue mich auf jeden neuen Band und ja, viele gute Einblicke in die japanische Manga-Welt. Sagen wir es so. Dann haben wir hier auch von den... Na gut, nur von dem Zeichner. Von Death Note, Blue Dragon mit 4 Bänden, ist abgeschlossen. Genauso wie Death Note, ist abgeschlossen mit den 12 Bänden. In Raal Grad geht es eigentlich nur ums Kämpfen und um Möpse, so kommt es mir vor. Aber ich finde die Figuren sehr cool und ja, es ist zu empfehlen. Also die Zeichnungen sind auf jeden Fall immer ein Reinschau wert. Dann haben wir hier Adekan. Cooler Manga. So ein bisschen mit Kriminal- und Mystery-Elementen drin. Und wunderschöne Zeichnungen. Also ihr braucht euch nur mal bei Google unter Tsukishi Nao was angucken. Oder unter Adekan eben. Und ihr werdet sehen, was ich meine. Also wundervolle Zeichnungen. Also auch zu empfehlen. Dann haben wir hier unten, ich fange mal rechts an, Pandora Hearts, Band 1 bis 3. Pandora Hearts, sagen wir so, die Geschichte hat sich mir noch nicht ganz eröffnet. Manche Sachen verstehe ich überhaupt noch nicht, liegen noch im Dunkeln. Deshalb werde ich erstmal sehen. Mir wurde gesagt, erst ab dem 6. Band geht es dann richtig los. Ich denke mal und hoffe mal, dass das stimmt. Aber bis jetzt schon ein cooler Manga mit coolen Charakteren. Auch wieder so Mystery-Fantasy-Manga. Dann haben wir hier Soul Eater, Band 1 bis 12. Das ist ein reiner Action-Manga mit, sagen wir mal, seltenen Fantasy-Elementen. Ja, cooler Manga. In den ersten Bänden ist der Zeichenstil etwas gewöhnungsbedürftig. Aber dann so ab, sagen wir mal, von
4, 5, 6, 7 Jahre und dann die nächsten hat man sich dran gewöhnt und hat sich der Zeichenstil auch verbessert. Auch zu empfehlen, sehr zu empfehlen, ist cool. Dann haben wir hier einen meiner Lieblingsmangas, das ist Zero Seven Ghost. Ungewöhnlicher Zeichenstil, aber coole Geschichte. Sehr viel Mystery, Fantasy. Ich weiß gar nicht, steht das oben? Ja, Fantasy Science Fiction. Also, das ist wirklich zu empfehlen, auch für Leute, die sich. Also, hier sind Religionselemente mit drin. Es geht um Götter und Priester und Bischöfe und alles sowas. Aber das kann man auch lesen, wenn man jetzt nicht wirklich mit der Kirche was zu tun hat. Also, sagen wir es so. Es ist cool. Richtig schön. Dann haben wir hier Letter B, Band 1 bis 6. Habe ich bei Seven Ghosts gesagt, wie viele Bände es gibt? 8. 8 Bände. 1 bis 6 bei Letter B. Letter B ist so cool. Ich mag es übelst. Ich habe den Anime gleich dann nach dem ersten Band lesen, habe ich den Anime geguckt. Beide Staffeln. Und es ist einfach wundervoll. Also die Zeichnungen sind toll. Die Kolorationen, die Farbseiten, die sie mit reingepackt haben in den Manga, der den Preis auch etwas hochhebt. Die den Preis auch etwas hochheben. Pardon. Sind auch wunderschön und es ist mir einfach den Preis wert von 6,95 € pro Band. Ja. Coole Geschichte. Bisschen schwer zu erklären. Wer gerne mehr darüber wissen möchte, kann mir einen Kommentar unter das Video schreiben. Dann werde ich ihm das mal ein bisschen genauer erklären. Gut, dann gehen wir weiter hier hoch. Hier haben wir Black Butler 1 bis 8. Ja, Black Butler. Sagen wir so, total Mainstream. Aber ich mag es auch. Die Charaktere sind richtig cool. Das Flair der Hintergründe von diesem königlichen England und den Earls und den ganzen Machenschaften und dann diese Fantasy-Elemente mit rein ist richtig cool. Also, ich mag es. Ja, gut. Dann haben wir hier Vampire Knight, Band 1 bis 11. Ja, Vampire Knight, abgesehen von den 5 Monaten Wartezeit zwischen den Bänden, mag ich's. Ich mag es wirklich. Also die Zeichnungen sind wunderschön. Matsuri Hino ist eine Meisterin. Ich würde mich niemals trauen, sie nachzuzeichnen. Und ja, wer vielleicht jetzt ein bisschen mitgedacht hat, in Vampire Knight geht es um Vampire. Um Vampire, die sich gegenseitig bekriegen. Mit den Menschen, untereinander. Und das ist eben die Frage, die Hauptfigur Yuki steht zwischen den Fronten. Und welche Front wird sie dann eben für welche Front wird sie sich denn entscheiden? So. Ja, darum geht es. Gut, dann kommen wir jetzt hier runter. Da haben wir auch noch was von Vampire Knight. Die beiden Lippen-Novels, Nihon-Novels. Kleine Romane. Die habe ich mir nur gekauft, weil das in die Sammlung meiner Meinung nach gehört. Die sind nicht besonders prickelnd. Finde ich jedenfalls. Also für meinen Leseanspruch nicht. Und dann haben wir hier noch das Official Fanbook X mit vielen Hintergrundinfos. Und ich finde, das passt wirklich mit in die Sammlung. Gut, dann kommen jetzt ab hier kommen meine Shonen-Ai-Mangas. Da haben wir Sekaiichi Hatsukoi 1 und 2. Ja, nicht viel zu sagen. Also wer Junjo Romantica, ab hier dann, Band 1 bis 13 mag, wird sich Sekaiichi Hatsukoi auch geholt haben und der wird auch nicht enttäuscht sein. Obwohl ich Junjo Romantica immer noch besser finde, weil es ist einfach toll, es ist super, es ist schön, einfach schön. Ja. Also Junjo Romantica empfehle ich jedem, der auf Shonen-Ai und Yaoi und sowas steht. Gut, dann war es das erstmal für den ersten Teil. Schreibt doch bitte Kommentare unter das Video,
bewertet, favorisiert, abonniert mich, macht was ihr wollt, aber macht was. Gut, bis zum zweiten Teil. Bye!